Und damit begrüße ich jetzt auch herzlich die Zuschauer bei YouTube zur neuen Folge der vierten Staffel. Wir sind jetzt bei Folge 44, sollten wir sein. Und für alle, die sich jetzt denken, während ich hier mal so ein bisschen durch die Karte gehe, so, was zur Hölle ist das denn hier? Das ist die Autobahn, die ich am Wochenende gebaut habe, auch in einem Livestream. Das habe ich in der, ich sag mal, in einer Sonderfolge gemacht, aus dem einfachen Grunde, weil ich dachte, Mensch, liebe Leute, ihr wollt bestimmt nicht vier Folgen lang gucken, wie ich hier die Autobahn auf der Karte zimmer. Deswegen habe ich das in einem Livestream auf einem Samstag gemacht. War super easy. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich werde in Zukunft wohl die Aufnahme der Folgen Livestream und dabei aufnehmen. Dass die für den Stream keine Zeit haben, das wird also wahrscheinlich immer um diese Zeit sein, dass die sich das dann immer noch auf YouTube folgenweise angucken können. Oder, Geheimtipp, wer sagt, ich will gar nicht die ganze Woche warten, einfach bei Twitch. Ich lasse das mich auch bei Twitch hochgeladen. Dann kann er sich diesen gesamten Stream dann am Stück angucken. So, wir fahren so ein bisschen die Autobahn nebenbei ab, während ich quatsche. Hier sehen wir so zwischendurch eine Ausfahrt und dann seht ihr, wie es so weitergeht. Wir sind jetzt gerade zur Orientierung hier in Neuenkirchen. Jetzt geht die Autobahn hier hoch. Geht hier einmal so rechts rüber. Geht hier auf der rechten Seite des Flusses hoch, geht links rüber bis Algenstedt eine Autobahn, dann geht hier oben eine Autobahn quer bis rüber Oberholz und da teilt es sich nochmal auf. Einmal hoch hier zu Weckersdorf, einmal hier hinten rüber, dann hier hinten geht sie nochmal lang, hier teilt sie sich nochmal und läuft dann hier unten rund um Oberheim zusammen, wo ich die einzelnen Orte angeschlossen habe, läuft dann hier hoch und dann geht ein Autobahnausläufer, den habe ich dann hier verlängert bei Herschbach, bis Rötzelberg. Und ich hoffe, das ist so genehm und passt auch. Na, hier geht nochmal eine kleine Autobahn nach oben in den Norden. Und läuft auch wieder bei Neuenkirchen zusammen. Und wenn man hinguckt, es sind sogar Autos auf der Autobahn unterwegs. Also die ist nicht nur zur Dekoration da, nein, sie wird tatsächlich auch fleißig genutzt. So, falls es zu Bild- und Tonschwierigkeiten kommen sollte jetzt, wenn ihr es auf YouTube seht. Ich probiere hier ein neues Aufnahmeprogramm aus. Wenn es schlecht geworden ist, entschuldige mich vorab schon mal. Dann wird es in der nächsten Woche wieder das alte Programm sein. Aber ich wollte hier mal das neue Programm ausprobieren zum Aufnehmen, weil es ein bisschen leichter in Anführungsstrichen ist, also hat nicht so viel Ressourcenkapazität, frisst nicht so viel Ressourcenkapazität. Es ist für mich übersichtlicher, einfacher, gerade jetzt auch in Bezug dann beim Stream kann ich besser Überblick behalten über wer chattet, wer macht irgendwelche Aktivitäten. Also es ist für mich angenehmer mitzuarbeiten. Mal gucken, wenn es funktioniert. Gut, wenn nicht, wechseln wir wieder zurück. So, was ich einmal machen wollte ist, es gibt noch keine Fluglinie zwischen Rötzelberg. Mal sehen, Linien einblenden. Und hier ganz hinten Weckersdorf. Die würde ich jetzt gerne noch einmal mit reinnehmen. Also eine neue Linie. Weckersdorf. Und Rötzelberg. Jetzt guck mal nur, das war. Ach, der hat nur ein Terminal. Das ist nicht schön. Dann bauen wir den Flughafen kurz um. Das ist die Fluglinie. Weckersdorf, Rötzelberg. So, schauen wir mal. Ja, hier noch ein Terminal.
Ja, nehmen wir einfach mal hier ran. Wird ja wohl hoffentlich als Terminal funktionieren. Nee, so wollte ich es nicht. Ich wollte da. Ja. Beckersdorf, Wurzelberg geht aufs Terminal 2. Damit sie sich nicht so im Wege sind. Gucken wir auch, ob wir hier hinten noch eins über haben. Ne, da haben wir nämlich einmal die Verbindung quer über den ganzen Anführungsstrichen Kontinent. Ja, die haben beide auch jeweils eine eigene. Passt. Dann zimmern wir da nur ein paar Flugzeuge drauf. Was nehmen wir denn da? Muss schon was Großes sein. Gerne was, was wir noch nicht so oft haben. 320. 747. Groß, ne? 320er hier, so mit Air Asia und so. Oder hier so eine Lufthansa, 321. Gar nicht so einfach. Hier. 320 in zwei Lufthansa-Designs. Ja, nehmen wir die mal. Ich glaube, vier werden wir schon brauchen auf der langen Strecke. So. Haben wir. Sehr schön. Jetzt ist die unterwegs und jetzt gucken wir, wie wir hier nochmal ein bisschen mehr Leben reinbekommen, ein bisschen mehr Strecken reinbekommen. Ich hätte gerne, hatte ich ja schon mal gesagt, noch eine Buslinie, damit wir hier auch unsere Autobahn ein bisschen mehr ausnutzen. Ne, weil zum Beispiel, es gibt zum Beispiel keine Strecke hier von Niedermoor bis Neunkirchen. Das wäre so eine Variante, dass wir da vielleicht mal so einen Fernbus anbieten für die, die Bus fahren wollen. Dass wir, was weiß ich, hier beim Niederbohr hier eins der Terminals nehmen. Als Fernbus-Terminal. Dann hier über die Autobahn hoch nach Neunkirchen. Wäre eigentlich die Option, oder? Wollen wir uns das mal angucken, ob das mal funktioniert mit einer Stelle? Einfach mal mit einem ausprobieren? Ich denke, ne? Jawohl, also ein paar Terminals werden hier noch frei. Wie sieht es in Neunkirchen aus? Da war hier oben noch ganz viel, ne? Hier müssten wir ja noch reichlich Terminals haben, die auch frei sind. Auch große. Ah, nicht so besonders viel große. Also müssen wir aufpassen. Ne, so 80 Stück ist nicht viel, die da reinpassen. Aber wir probieren es erstmal, ob es überhaupt angenommen wird. Also, neue Linie von Niedermoor nach Neunkirchen. So. Gucken wir, welchen Terminal wir hier nehmen. Welchen Anschluss haben wir denn noch? Ja, wir fahren natürlich oben hin. So. Fahren wir hier so ein bisschen durch die Stadt, so wie es aussieht. Geht's hier auf die Kasseler Hauptstraße schon? Nee, tut's nicht. Wo geht's weiter? Ich muss mal gucken, dass ich die Linie hier als einzige mal anpinge. So. Geht's hier auf die Autobahn? Okay. Fährt hier die Autobahn runter. Bis dahin. Das ist schön. Das ist super. Das stelle ich mir so vor. Mal gibt's hier nicht eine bessere Verbindung rein?
Nee, ne? Schon die kürzeste, ja. Ja, dann nehmen wir das doch mal als... Wie nennen wir sie denn? Fernbus. Von Neuenkirchen. Ich und mein Namensgedächtnis. Niedermoor. Niedermoor. So. Haben wir? Jetzt brauchen wir eigentlich nur Fahrzeuge. Jetzt müssen wir gucken, wo wir Busse haben. Ich glaube, das ist nicht nur ein Tramdepot, ne? Mhm. Haben wir hier in der Gegend irgendwo ein Fahrzeugdepot? Wahrscheinlich hier, ne? Und jetzt gucken wir mal nach Passagier und natürlich nach Höchstgeschwindigkeit, weil wir brauchen schon auf dem Bus, Fernbusstrecke schon Busse, die ein bisschen was können. Hier so 120 ist nice oder hier, perfekt. Ne? Weil warum nicht Flixbusse fahren lassen? Die fahren ja auch in Wirklichkeit. So, wie schnell fahrt ihr hier? 100. Ja, da hätten wir viel mehr Auswahl. Ne? Aber wir fahren erstmal mit den vielen hier. Können dann immer noch, oder? Ne, komm. Wir nehmen ruhig die hier, da haben wir ein bisschen mehr farbliche Auswahl. Gefällt mir sehr gut sowas. Und natürlich hier so ein Einhornbus darf natürlich nicht fehlen. So, und die setzen wir jetzt auf die Fernbuslinie. So, gucken wir uns die ganzen an, die rausfahren. Und natürlich, obwohl das warte ich ab, bis sie auf der Autobahn sind. Die Houston. Dann würde ich nämlich da ein Bild von machen, wie sie auf der Autobahn fahren. So, an den hänge ich dich jetzt einfach mal gleich ran. Ja, und dann machen wir auf der Autobahn mal ein Bildschirmfoto davon. Ja, an erfahrene Zuschauer von mir wissen Bescheid. Ja, das ist dann für den Screen, fürs Thumbnail. Ich bin echt gespannt, wie so ein Flitzebogen, wie das hier wird. Ich hoffe, das klappt. Mit der Aufnahme und dem Stream alles gleichzeitig. So, jetzt biegt er hier ab. Wo geht's da hin? Wahrscheinlich zur Autobahn, ne? Das ist gar kein Einhorn. Das sah in der Vorschau aus wie so ein Einhorn. Das sieht eher so aus wie ein Elefant. Naja, wir gucken uns die mal dann irgendwann alle mal einzeln genauer an. Ne, hier haben wir so einen Spider-Man. Hui! Da ist aber ein ganz schöner Sprung drin. Also da möchte ich nicht drin sitzen. Würde mir ja beim Frühstück wieder hochkommen. So, auf geht's. So, sieht man, dass wir jetzt ein bisschen auf der Autobahn sind. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis er tatsächlich ein Tempo hat. Jawohl, und schon haben wir das erste Bild für die erste Folge. Und das erste Motto der ersten Folge. Unsere erste Fernbuslinie über die Autobahn. So, und während die Fernbuslinie jetzt ihr hoffentlich ihren Betrieb aufnimmt und ein bisschen Auslastung findet, gucken wir mal, dass wir weitere Zugverbindungen hier herstellen, um das Ganze ein bisschen zu entlasten. Gucken wir uns mal die Reihen Zugverbindungen hier so an. Sollte sich auch das Anpinnen nicht vergessen.
Und dann machen wir das Ganze. Oh. Bisschen kleiner wollte ich es haben. So. Anpinnen. So, unsere Sorgenstrecke ist hier von Harrasmühle hoch nach unserer großen Stadt Neunkirchen. Ja, wenn wir hier mal gucken von der Auslastung her, hier fahren immer 1000 noch was mit. Da würde ich vielleicht gerne eine Entlastung schaffen. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Wir hatten da gestern schon im Stream so ein bisschen hin und her überlegt. Ob wir nicht von hier raus, darüber, oder ob wir nicht hier den verlängern hier. Von keiner. Genauso wollten wir es ja machen. Wir gehen von keiner weiter. Nehmen wir hier erstmal die Außenlinie. Hier mit Brücke. Hm. Mal hier schaffen wir es ohne. Komm. Ja, das wird auch nicht immer so, wie es soll, ne? Die ist halt von Hand hier raus und da an. Da passt. Passt hier nicht. Ah, da ist ein Signal im Weg. Zwar noch hinterm Signal rauskommen eigentlich. So. Aber ich will halt hier nicht zu viel Tempo verlieren lassen. Komm. Bevor ich jetzt hier stundenlang bastel, ist es, glaube ich, einfacher, hier kurz den Block zu löschen. Dann hier mit Vollgas raus. So. Dann schließen wir von hier jetzt hier den Bahnhof an. Lack. Und von jetzt an mit dem zweiten hier lang. So, weil das jetzt aber hier eine Güterlinie ist. Noch weiter vorne angesetzt. Viel weiter vorne. Quasi hier fängt er schon an, ne? Ja. Sind wir zwar immer noch ein bisschen langsamer wie auf dem Hinfahrt, aber das werden wir überstehen. Ah, da sind wir. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier hinten reinkommen. Auf jeden Fall erstmal ein paar Signale setzen. So. Dann natürlich vorm Tunnel vielleicht nochmal einen Block. Hier. Hier. Können wir hier jeweils Blöcke noch setzen und dann passt das. Und schon haben wir es einmal mit drin. Ja, dann werden wir jetzt noch gucken. Wir wollten hier mal das Experiment machen, ob man Güterzüge nicht quasi hier so ein bisschen ausweichen lassen kann, auf eine Ausweichstrecke. Aber dann brauchen wir immer auf beiden Seiten, ne? Ausweichbereich. Machen wir mal. Ich probiere es mal. Also ich würde jetzt einen Ausweichbereich
hier hinten irgendwo ansetzen. Ruhig mit fast Vollgas. Und dann quasi von hier. Hier ranzukommen. Dann müssen wir Nahl hier setzen. Ganz wichtig, hier zwischen kein Signal. Damit der Zug, der hier einfährt, ein Ziel, glaube ich, noch setzen. Das wird mal so ein Experiment werden, ob der Güterzug dann hier warten würde. Der belegt den Block. Aber der Reisezug, der hier fährt, belegt den ganzen Block bis hinten durch. Und jetzt müssen wir nur noch erzwingen, dass die Güterlinie hier rüber fährt. So. Das sieht gut aus. Und jetzt setzen wir da, wenn er hier hinten ganz unten bei Harrasmühle gleich ankommt, hier ausfährt. Oh, hier müssen wir dann das Gleisvorfeld neu bauen. Damit, wenn er von hier kommt, auch hier überall rein kann. Ja. Pausieren wir, haben wir. Und dann reißen wir hier das Gleisvorfeld weg. Und auch leider Teile der Stadt. Weil wir hier mit vier Gleisen rauskommen müssen. Reißen wir weg, weil er an der Stelle hier mit lang muss. Toll. Gehen wir von hier aus raus. Hier aus raus. Nach hier. Schießen hier raus. Hier dran. Auch das kriegen wir hin. Bis hier. So, das sollte passen. Und dann setzen wir das Ganze jetzt von hier drüben, hier rüber noch ein. Das heißt, sie müssen einmal dieser, obwohl der Block muss, glaube ich, nicht weg, das passt. Probieren wir es erstmal so. Sind hier mit zweien raus. So. Hier mit zweien wieder rein. Bis kurz vor Signal, auch das sieht gut aus. Steigung zu groß, das ist hier echt so extrem hoch. Oh ja. Wahnsinn, auch nicht gedacht. Jetzt mal hier vorne schon gleich volle Pulle runterkommen.
soweit wie es geht. Ist schon soweit wie es geht, so wie. Wollen wir dann erst hier oben rüber gehen? Dann eintauchen? Ne, ist auch. Dann lieber so. Und dann fahren wir jetzt das ganze Stück hier parallel, bis es passt. Nehmen diese Signale einmal weg. Und gehen jetzt hier rein. So. Nämlich. So sieht das doch gar nicht so schlecht aus. So. Jetzt müssen wir natürlich noch ganze Signalen. Hier wird gewartet. Hier wird freigegeben, sobald rausgefahren wird. Passt. Linien angucken. Passt. Und dann werden wir noch eine neue Linie nehmen. Wir sagten von keiner. Ah, nicht eine neue. Was mache ich denn hier? Der Trick war, ich wollte die Regionalbahn hier von keiner bis Harrasmühle fahren lassen. Und dann nach Harrasmühle. Ja, nach. Keiner. Jawohl. Fährt hier durch, das sieht gut aus. Fährt hier zweigleisig, sieht gut aus. Fährt hier zweigleisig, sieht gut aus. Fährt hier zweigleisig, sieht gut aus. Kommt hier rum. Geht hier zweigleisig rein. Super, perfekt. Nur muss jetzt hier in Harrasmühle, was weiß ich, die 4 bekommen. Ja, auch das gefällt mir wesentlich besser. So. Und schon fährt ein weiterer Zug nach Harrasmühle. Perfekt. Passt, passt, passt. Fährt hier hoch. Ja. Fährt nach keiner. So, kleinen Moment mal kurz. So. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was für Züge hier auf dieser Linie fahren. Haben wir. Wir wollten gucken, was für ein. Was für Züge hier fahren. Das ist die. Der Zug 9. Das ist gut zu wissen, dass das Zug 9 ist. Vielleicht austauschen, aber ich muss erstmal wissen, was das ist. 9 ist, finde ich, spannend. Wie heißt dieser Zug? Warum wird mir das nirgends angezeigt, wie dieser interessante Zug heißt? Wir den mal holen. Schon mal eine Diesellok. So viel wissen wir schon mal. Das ist super. Wissen wir schon mal, dass das eine Diesellok ist.
Aber wenn, dann bräuchten wir etwas, was da relativ schnell fährt, wäre super. So. Ne, da müssten wir schon mal ein bisschen was fahren lassen, was ein bisschen Raboller, ein bisschen zügiger fährt. So 160, ich glaube, ist schon ganz gut. Dass der hier fährt. Ich glaube, der ist das nicht. Aber doch, könnte sein, ne? Und dann lassen wir die hier fahren. 68 passen hier rein. Hier passen 65 rein. Ja, komm. Wir wechseln die. Hier mit so einer Doppeltraktion mindestens. Oder eine Dreierkombi. Einmal aus. Noch den einen hier. Da würde ich jetzt den nehmen. Jawohl. Und dann lassen wir die erstmal fahren. Die drei sind ein bisschen wenig. Den kopieren wir dann nochmal. So. Vier auf der Strecke erstmal zum Ausprobieren. Und wie sie angenommen wird. So, ich sehe gerade oben links im Chat, das müsstet ihr nachher auch in der Aufnahme sehen. Das dauert, ist mir zu viel eingeblendet. Muss weg. Kleinen Moment eben. So. Blende den erstmal nur aus. Für die Aufnahme. Alle, die Twitch gucken, haben ja das. Und erstmal für einen Moment blende ich es aus. Ich kann das nachher in den Einstellungen einstellen irgendwo, dass das mit dem Chat nicht lange angezeigt wird. Das war auch irgendwo. Muss ich mir mal angucken. So schon mal, das sieht schon mal besser aus. Und soll nicht länger wie 10 Sekunden erstmal eingeblendet bleiben. So. Und jetzt können wir es eben ganz kurz wieder einschalten. Müsste er eigentlich nach 10 Sekunden sich wieder ausblenden, so sollte er. Aber wenn er es nicht tut, nein, dann bleibt er ausgeschaltet, dann mache ich das gleich im Off. Entschuldigt bitte. So, weiter geht's. Ich hoffe, dass wir jetzt mit der Strecke hier das Ganze ein bisschen, ja, ich sag mal, entwirrt haben. Oh, wir sind jetzt aber dicke im Minus. Und rauschen immer mehr ins Minus. Warum? Weiß das einer? Gucken wir gleich. Dass wir jetzt hier die Fahrt nach Harrasmühl, ich bin hier aus, nicht mehr ganz so voll haben. Dass jetzt vielleicht auch ein Teil hier fährt. Und dann müssen wir mal gucken, ob tatsächlich hier hinten die Güterzüge den Personenzügen Vorrang geben. Das können wir halt nur gucken, wenn beide gleichzeitig auf der Strecke sind. Davon muss erstmal so ein voller Zyklus gefahren werden. Haben wir denn hier irgendwo einen in der Nähe von denen? Kurz mal markieren. Da kommt ein Zug. Aber der braucht noch. Können wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Ich glaube, das dicke Minus machen wir, weil wir jetzt alle Fahrzeuge gerade wieder pflegen.
meine nicht, dass uns das stört. Güter Oberholz. Der hat 10 Millionen in die Miese. Eine Regionalbahn fährt 9 Millionen in die Miese. Wow, wow, wow. So. Gucken wir mal. Jetzt fährt er hier schon gleich zu Kaya. Und dann müsste er ja einmal quer rüberfahren. Und dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Kannst du beschleunigen wir nochmal ein bisschen. Ah, es fängt natürlich schon ordentlich an zu ruckeln auf der Karte. Aber hier ist halt auch richtig viel los, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Die Karte ist schon gut gefüllt mittlerweile. So, Zug fährt wieder los. Hier müssen wir nachher mal ein schönes Tunnelportal vorbauen. So, da kommt der Güterzug. Ne, kommt er nicht. Schade. Haben wir hier gerade Zeit, gleich einen Güterzug fahren? Ne, können wir also nicht ausprobieren. Nein, macht ja nichts. Würde ich sagen, ich verabschiede mich von den YouTube-Zuschauern für diese Folge. Der Stream geht natürlich weiter. Ne? Habt ihr vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.